Es war in der Zeit zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag. Krabat, einem weisen Jungen von 14 Jahren damals, hatte sich mit zwei anderen Betteljungen zusammengetan. Und obwohl es Betteln und Vagabondieren mit Strafe verboten war, zogen sie als drei Könige von Dorf zu Dorf. Die Nächte verbrachten sie in der Scheune. Und dort geschah es, dass Krabat zum ersten Mal jenen seltsamen Traum hatte. Elf Raben saßen auf einer Stange und blickten ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war, am linken Ende. Dann hörte er eine Stimme. Die Stimme klang heiser. Die Stimme klang heiser und schien aus den Lüften zu kommen von fern her und rief ihn bei seinem Namen. Krabat traute sich nicht zu antworten. Dann sagte die Stimme, komm nach Schwarzkolm auf die Mühle, es soll nicht zu deinem Schaden sein. Hierauf erhoben die Raben sich von der Stange und krächzten, gehorche der Stimme des Meisters, gehorche ihr. Davon erwachte Krabat. Was man nicht alles zusammenträumt, dachte er, wälzte sich auf die andere Seite und schlief wieder ein. Andern Tags zog er mit seinen Gefährten weiter. Und wenn ihm die Raben einfielen, dann lachte er. Doch der Traum wiederholte sich in der darauf folgenden Nacht. Abermals rief ihn die Stimme beim Namen. Und abermals krächzten die Raben, gehorche ihr. Und auch in der nächsten Nacht träumte er wieder den Traum von den Raben und von der Stimme, die von fern her aus den Lüften zu kommen schien. Und wieder spielte sich alles genau so ab, wie beim ersten und beim zweiten Mal. Da beschloss Krabat, der Stimme zu folgen. Im Morgengrauen, als seine Gefährten noch schliefen, stahl er sich davon und machte sich auf die Suche nach der Mühle in Schwarzkolm. Yeah.
wissen, dass du hier in einer schwarzen Schule bist. Hier lernt man nicht lesen und schreiben und rechnen. Hier lernt man die Kunst der Künste. Das Buch, das vor mir angekettet auf dem Tisch liegt, ist der Coractus, der Höllenzwang. Es enthält alle Zaubersprüche der Welt und ich allein bin berechtigt, sie zu lesen, weil ich der Meister bin. Dir aber und allen anderen Schülern ist es verboten, darin zu lesen. Das merke dir. Und versuche nicht, mich zu hintergehen, Krabat. Das würde dir schlecht bekommen. Dies ist die Kunst. Einen Brunnen versiegen zu lassen, dass er von einem Tag auf den anderen kein Wasser mehr gibt. Dies ist die Kunst. 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 Am folgenden Tag, dem Ostersamstag, nach dem Dunkelwerden, bei Anbruch der Osternacht erschien der Meister in der Gesindestube und schickte die Burschen aus, sich das Mahl zu holen. Tonda bedeutete Krabat, dass er ihm folgen möge. Schweigend verließen sie die Mühle. Gleich sind wir da. Der Mond war inzwischen aufgegangen und leuchtete ihn. Bäumels tot. Vor 4 Jahren ist hier ein Mann namens Bäumel ums Leben gekommen. Beim Holzfällen, wie man sagt, so genau weiß das heute niemand mehr. Und wir? Weshalb sind wir hier? Weil der Meister es so verlangt. Wir müssen, wie alle, die Osternacht im Freien verbringen. Die zwei miteinander an einer Stelle, wo jemand gewaltsam zu Tode kam. Und was machen wir hier? Wir zünden ein Feuer an. Dann wachen wir unter dem Kreuz, bis der Morgen graut. Und bei Anbruch des neuen Tages versehen wir uns mit dem Mahl. Einer den anderen. Ich hatte ein Mädchen lieb. Borschula war ihr Name. Jetzt liegt sie seit einem Vierteljahr auf dem Friedhof. Ich habe ihr kein Glück gebracht. Du musst wissen, Krabat, dass niemand von uns auf der Mühle dem Mädchen Glück bringt. Wenn du jemals ein Mädchen hast, sorge dafür, dass der Meister es nicht erfährt. Und auch Lischko nicht, der ihm alles zubringt. Da sei unbesorgt, Tonda. Da sei unbesorgt. Aber haben der Meister und Lischko damit zu tun, dass dein Mädchen gestorben ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Borschula noch am Leben wäre, hätte ich ihren Namen für mich behalten. Ich habe es erst erfahren, als es schon zu spät war. Aber du, Krabat, du weißt es nun und du weißt es rechtzeitig. Wenn du jemals ein Mädchen hast, gib ihren Namen nicht preis auf der Mühle und nichts auf der Welt, verstehst du? Nicht im Wachen und nicht im Schlaf, damit du euch nicht ins Unglück bringst. Das ist unbesorgt, Tonda. Weißt du, ich mache mir nichts aus Mädchen. Und ich weiß nicht, warum sich das ändern sollte. Von jetzt an sagte Tonda nichts mehr. Ein Toter hätte nicht tiefer schweigen und nicht starrer bitten können. Tonda! Weißt du, Tonda? Tonda? Tondas Verhalten wurde Krabat mit der Zeit unheimlich. War Tonda aus sich herausgegangen?
Rhonda. Rhonda? 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 Rhonda, die Glocken. Hör! Um Mitternacht hoben in Schwarzkorn die Osterglocken zu läuten ab. Und fast zugleich erklang eine Mädchenstimme. Jubelnd sang sie ein altes Osterlied. Krabat kannte es. In der Osternacht pflegten die Mädchen singend die Dorfstraßen auf und ab zu ziehen. Zu dreien und vieren gingen sie nebeneinander und einen von ihnen, das wusste Krabat, einen von ihnen war die Kammtorte. Sie mit der schönsten und reinsten Stimme von allen. Sie durfte in der ersten Reihe gehen und vorsingen. Sie allein. Gegen Morgen verstummten die Glocken und der Gesang im Dorf. Es ist Zeit. Wir wollen Späne schneiden. Tonda schnitt mit seinem Messer zwei Späne aus dem Holzkreuz. Die steckten sie in die Glut und ließen sie ankohlen. Was ein Drudenfuß ist, weißt du wohl? Nein. Sieh her. Dies ist das Mal. Ich zeichne dich, Bruder, mit Kohle vom Holzkreuz. Ich zeichne dich mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Sie scharrten Sand auf die Feuerstelle und traten den Heimweg an. Boxenjob aufgehängt. Mit beiden Enden hatte er es auf Schulterhöhe im Türrahmen festgenagelt und die Burschen mussten sich beim Zurückkommen einzeln darunter hinwegbücken. Mit den Worten: Ich beuge mich unter das Joch der geheimen Bruderschaft. Geh weg, dass du ein Schüler bist! Ich werde dir, Meister, in alle Dinge gehorsam sein, jetzt und immer da. Noch ahnte Krabat nicht, dass er von da an dem Meister verfallen war. Ausgeliefert mit Leib und Seele, auf Tod und Leben, mit Haut und Haar. Los! Geht an die Arbeit! Säcke schleppen, Korn abschütten, mäßen, Säcke schleppen, Korn abschütten, mäßen. Die Nacht ist geschafft, da Frühstück gebraucht, aber schuften müssen wir für zwei. Säcke schleppen, Korn abschütten, Mehl ziehen, Säcke schleppen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Säcke schleppen, Korn abschütten, Mehl ziehen, Säcke schleppen. Damit einmal schien es von der Wand. Krabat, mit einem vollen Sack Weizen beladen, quält sich die Stufen zur Mahl. Es kostet ihn seine letzte Kraft, seinen ganzen Willen. Gleich wird er stolpern, gleich straucheln, gleich hinfallen. Es sind mit einem Mal die Schmerzen weggeblasen. Krabat kippt den Sack von der Schulter und schwenkt ihn über den Kopf, als wäre er mit Bettfedern gefüllt statt mit Getreide. Hey, Tonda, sieh her, was ich kann! Sieh her, was ich kann! Sieh her, was ich kann! Halt! Stopp! Schluss! Dann ihre gewohnte Arbeit wieder auf. Weiter ging es im alten Trott. Nur, dass Krabat sich nicht mehr zu schinden brauchte wie früher. Was immer der Meister von ihm verlangte, jetzt ging es dem Burschen mit Leichtigkeit von der Hand. Krabat nahm diese Veränderung dankbar hin. Und er konnte sich denken, wie es dazu gekommen war. Als er das nächste Mal unter vier Augen mit Tonda zusammentraf, sprach er ihn darauf an. Tonda! Tonda! Du hast recht, Krabat. Solange wir den Drudenfuß
Fuß auf der Stirn trugen, mussten wir schuften wie die Ochsen. Bis auch der Letzte ihn sich heruntergeschwitzt hatte. Dafür wird uns von nun an die Arbeit leicht sein. Das ganze Jahr hindurch. Vorausgesetzt, wir verrichten sie zwischen Morgen und Abend. Und dazwischen, ich meine, nach Feierabend? Dann nicht. Dann liegt es bei uns alleine, wie wir damit fertig werden. Aber ich kann dich beruhigen, Krabat. Erstens geschieht es nicht allzu oft, dass wir nachts aus den Federn müssen. Und zweitens lässt sich auch das ertragen. Die Mühle im Kosebruch hatte 7 Marken. 6 wurden ständig benutzt, der 7. liegt. Deshalb nannten sie ihn der Tote Gang. Beim Auslegen entdeckte Krabat, dass unter dem Auslauf des Toten Gangs Mehl lag. Wurden etwa in aller Heimlichkeit gemahlen? Neugierig stieg er hinauf zur Schütte, wo das Mahlgut eingekippt wird und was dort auf dem Boden verstreut lag, sah auf den ersten Blick aus wie Kieselsteine. Auf den zweiten Blick erkannte Krabat, dass es Zähne waren und Knochensplitter. Es geschieht nicht allzu oft, dass wir nachts aus den Federn müssen. Nur einmal im Monat. Bei Neumond. Die Nacht war schwarz. Auf dem Vorplatz der Mühle stand ein Fuhrwerk, schwer beladen, mit praller vom Regen geschwärzter Plane und 6 Rössern davor gespannt. Los! Geht an die Arbeit! Der Herr Gefangener kommt! Tummelt euch! Tummelt euch! Früh genug, Krabat.
wirst du es erfahren. So kam das Jahresende heran. Am Silvesterabend gingen die Burschen früher als sonst zu Bett. Tonda wandte sich auf einmal an Krabat. Krabat, sei nun ruhig. Auch diese Nacht wird vorübergehen. Schlaf du nun und komm gut hinüber ins neue Jahr. Der Meister blieb in den nächsten Tagen außer Haus. In dieser Zeit stand die Mühle still. Die Mühlknappen lungerten auf ihren Pritschen herum. Sie aßen wenig, sie sprachen nicht viel. Besonders nicht über Tondas Tod. Hatte es einen Altgesell namens Tonda auf der Mühle im Hosebruch je gegeben? Die Burschen bemühten sich so zu tun, als gelänge es ihnen, darüber hinwegzusehen. Krabat war traurig. Er fühlte sich gottverlassen und elend. Dass Tonda ums Leben gekommen war, es konnte kein Zufall gewesen sein. Es wurde ihm mehr und mehr zur Gewissheit, je länger er darüber nachdachte. Es musste etwas geben, was die anderen Burschen geheim hielten, wovon er nichts wusste. Warum hatte Tonda sich ihm nicht anvertraut? Fragen und wieder Fragen, die den Jungen beschäftigten. Wenn er wenigstens was zu tun gehabt hätte. Das Herumlungern machte ihn ganz krank. Allein Juro war in diesen Tagen beschäftigt wie immer. Er kochte, heizte die Öfen, sorgte dafür, dass das Essen rechtzeitig auf dem Tisch stand, wo die Burschen das meiste davon in den Schüsseln ließen. Ein stämmiger Bursche mit flachem, von Sommersprossen gesprenkeltem Mondgesicht und kurzen Beinen. Er war am längsten im Dienst auf der Mühle. Zum Müller taugte er wenig, da er zu dumm war, um Kleie und Mehl auseinanderzuhalten, wie die Burschen spotteten. Und dass er nicht längst aus Versehen gestolpert und zwischen die Steine ins Mahlwerk geraten war, das verdankte er dem Umstand, dass Dummheit und Glück ja mit Vorliebe Hand in Hand gehen. Juro war solche Leben gewohnt. Krabat fand das nicht in Ordnung. Juro, ich verstehe dich nicht, dass du dir alles gefallen lässt.
nicht von Kito, nicht von Andrusch, nicht von Lisch, auch von keinem der Burschen. Ja, du, Krabat, du könntest das vielleicht. Aber wenn man ein Dummkopf ist, dann lauf weg. Lauf weg von hier und such dir woanders, sonst muss dir besser gehen. Weglaufen. Probier das mal, Krabat. Ich habe keinen Grund dazu. Nein. Und hoffen wir, dass du nie einen haben wirst. In der folgenden Nacht hatte Krabat einen Traum. Es ist Sommer. Und Krabat, statt Säcke zu schleppen, legt sich ins Gras und schläft ein. Der Meister erwischt ihn und zieht ihn als einen Knotenstock über. Krabat geht weg. Ein Kater verfolgt ihn. Inzwischen begriffen.
Wer in der Kunst der Künste bewandert war, der konnte Macht gewinnen über andere Menschen. Macht gewinnen. So viel wie der Meister sie hatte oder mehr. Das schien Krabbert ein hohes Ziel. Dies ist die Kunst. Dies ist die Kunst. Dies ist die Kunst. Am Karfreitag nahmen sie Nico in die schwarze Schule auf. Ich staunte der Kleine, als er vom Meister in einen Raben verwandelt wurde. Am Ostersamstag, im Dunkelwerden, schickte der Meister die Burschen wieder aus, sich das Mahl zu holen. Alles vollzog sich genau wie im Vorjahr, nur kam Krabbert diesmal mit Juro zusammen. Wohin gehen wir? Zu Bayerns Tod, wenn sie recht ist. Wenn du nur den Weg findest, Krabbert. Auf mich ist im Dunkeln kein Verlass, da kann ich froh sein, wenn ich vom Stall in die Küche finde, ohne mich zu verlaufen. Ich gehe vor und du siehst zu, dass du im Dunkeln nicht abhanden kommst. Den Weg, den sie gehen mussten, war Krabbert erst einmal gegangen. Damals, im Vorjahr mit Tonga. Hier müsste es sein. Sie klaubten ein paar Äste zusammen und entfachten ein kleines Feuer. Krabbert hüllte sich in eine Decke und setzte sich unter das Kreuz. Krabbert dachte an Tonga. Und er dachte zugleich an die Kantorke. Ohne dass er es wollte, war sie ihm eingefallen. Und er freute sich auf den Moment, da er sie würde singen hören. Vom Dorf herüber um Mitternacht. Bei dem Versuch, sich die Stimme der Kantorka vorzustellen, machte er die Entdeckung, dass das nicht mehr möglich war. Dass sie verschwunden war aus seinem Gedächtnis, ausgelöscht, weg. Oder kam ihm das nur so vor? Ich habe mir nie was aus Mädchen gemacht. Wieso sollte sich das jetzt auf einmal ändern? Es ginge mir dann doch eines Tages nur so wie Tonga. Dann säß ich da und das Herz ist mir schwer vor Kummer. Und nachts, wenn mein Blick auf die Heide fällt, gehe ich manchmal aus mir heraus und suche den Platz auf dem Die, der ich Unglück gebracht habe, unter dem Rasen liegt. Ich habe mir nie was aus Mädchen. Warum sollte sich das auf einmal ändern? Die Kunst des aus sich herausgehens hatte Krabbert inzwischen erlernt. Sie gehörte zu jenen wenigen Künsten, die anzuwenden, der Meister die Burschen gewarnt hatte, da es leicht sein kann, dass wer einmal seinen Körper verlassen hat, nicht wieder zurückfindet. Denn das hatte der Meister ihnen eingeschärft. Aus sich herausgehen konnte man erst nach Anbruch der Dunkelheit und zurückkehren nur vor Beginn des neuen Tages. Wer sich versäumt und länger ausgeht, würde ich auch bis dahin zurück. Was hätte ich davon? Dann säß ich da und hätte so schön. Nein, ich werde mich hüten, es mir herauszugeben, was immer mich auch verlocken sollte. So wurde es Mitternacht, wieder hoben die Osterglocken in Schwarzkolben zu läuten an. Und wieder erklang eine Mädchenstimme. Die Stimme, die Krabbert kannte, auf die er gewartet, nach der er vergeblich in seinem Gedächtnis gesucht hatte. Was für Haare sie wohl hat, sie Kantorka? Schwarz oder Weizenfarben. Wenn ich doch aus mir herausgehe, dafür ein paar Augenblicke, nur bloß so lang, um ihr ins Gesicht zu schauen. Noch zögerte Krabbert, da er wusste, dass es eine Trennung für immer sein könnte.
Dann sprach er die Formel. Dies ist die Kunst. Er spürte, wie er sich langsam loslöste von seinem Körper, wie er sich ausatmete in die schwarze Nacht hinaus. Weißt du nun, dass die Kanzlocke helles Haar hat? Schmal ist sie von hohem Wuchs und eine stolze Arme, die sie mit den Gegend im Kopf trägt. Eigentlich könnte er längst zu Johans Feuer zurückkehren. Und das sollte er wohl. Doch bisher ist es so gewesen, dass er die Kanzlocke nur vom Straßenrand aus beobachtet hat, aus der Ferne. Und jetzt möchte er ihr in die Augen sehen. Herzenlicht, das die Kantrocker vor sich herträgt. Jetzt ist er ihr nahe. So nah, wie er noch nie zuvor einem Mädchen gewesen ist. Er weiß, dass es auf den Morgen zugeht. Aber die Augen des Mädchens, diese hellen Augen im Kranz der Wimpern, halten ihn fest. Er kommt nicht los davon. Krabat weiß, dass sein Leben verspielt ist, wenn er sich nicht rechtzeitig losmacht und heimkehrt. Er weiß, aber er schafft es nicht. Er weiß es, aber er schafft es nicht. Bis ein plötzlicher Schmerz ihn jäh durchzuckt, der brennt wie Feuer und ihn hinwegreißt. Oh, Krabbe, das wollte ich nicht. Du bist mir auf einmal so merkwürdig vorgekommen. Da hab ich dir mit dem Spahn ins Gesicht geleuchtet, weil ich sehen wollte, was ist. Wer konnte denn ahnen, dass dir der Spahn auf die Hand fällt? Zeig her, tut's noch weh? Es geht. Krabat durfte Juro nicht zeigen, wie dankbar er ihm war für sein Ungeschick. Ohne Juros Zündeln säße er jetzt nicht hier. Der Schmerz hat bewirkt, dass er sich in Gedanken schnell wieder mit seinem Körper vereinigt hat. Um keine Sekunde zu früh. Es tagt. Wir wollen Späne schneiden. Ich zeichne dich, Bruder, mit Kohle vom Holzkreuz. Ich zeichne dich mit dem Mal. Nochmal. Ich zeichne dich, Bruder, mit Kohle vom Holzkreuz. Ich zeichne dich mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Sie scharrten Sand auf die Feuerstelle und traten den Heimweg an. Ich beuge mich unter das Joch der geheimen Bruderschaft. Gedenke, dass du ein Schüler bist! Ich werde dir Meister in allen Dingen gehorsam sein, jetzt und immer da. Los, geht an die Arbeit! Und diesmal war es Witko, der als erster aufjauchzte und das Zeichen zum großen Jubel gab. Seht her, was ich kann! Seht her, was ich kann! In der schwarzen Schule gab Krabat sich große Mühe. Dem Mitgesellen stand er bald in nichts mehr nach, nur Hanzo und Peter waren ihm noch überlegen. Und Michael, der sich seit Jahresbeginn zum Meisterschüler herausgemausert und alle anderen Burschen weit überflügelt hatte. Der Meister zeigte großen Gefallen an Krabats Eifer. Krabat war stolz, dass der Meister mit ihm zufrieden war. Dies ist die Kunst. Krabat hatte einen Traum. Krabat ist aus der Bühne weggelaufen. Wilderschwanz krollen zum Kantorker. Unterwegs muss er in ein Moorloch geraten sein. Kalt ist das Moor wie der Tod, eine zähe, klebrige Masse. Er spürt, wie es ihm die Füße umschließt, die Knie, die Oberschenkel. Dann spürt er, wie eine Gestalt aus dem Moor herauszieht, auf festen Grund. Wenn du wieder Wilderschwanz kommen willst, solltest du fliegen. Fliegen? Wie man eben auf Flügeln fliegt! Krabat verwandelt sich in einen Raben. Er schwingt sich empor und hält auf Schwarzkollen zu seinem
Schwarzen kurz zu etwas bringen kannst, was keine deiner Mitgesellen erreichbar ist. Dennoch sind mir in der letzten Zeit Zweifel gekommen, ob ich dir trauen kann. Ich hab dir nichts zu sagen, Meister. Wirklich nicht. Nein. Gut. Dann geh. Und beschwer dich nicht, wenn du Ärger kriegst. Der erste Schnee fiel in diesem Jahr reichlich spät. Bei dem Anblick überkam den Mühlknappen auf dem Mühle im Koselbruch wieder die große Unruhe. Wieder wurden sie wortkarg und unverträglich und brachen bei der geringsten Kleinigkeit Streit vom Zaun. Krabbert erinnerte sich des Gesprächs, das er im Vorjahr um diese Zeit mit Totta geführt hatte. War der Burschen auch diesmal wieder die Angst in die Knochen gefahren, weil einer von ihnen der Tod bevorstand? Im Holzschuppen stand ein Sarg bereit. Krabbert hatte ihn zufällig entdeckt. Wer hat ihn gezimmert? Und seit wann steht er hier? Und für wen? Diese Fragen beschäftigten Krabbert für den Rest des Tages und bis in den Traum hinein. Der Meister war seit dem Morgen verschwunden, er zeigte sich nicht. Die Burschen gingen früher als sonst zu Bett. Und Krabbert, obwohl er sich vorgenommen hatte, wach zu bleiben, schlief ein wie alle anderen auch. Um Mitternacht wurde er wach und begann zu lauschen. Thank you.
einen Burschen, der Michael hieß, auf der Mühle im Gruselbruch jene geben? Krabberts gesamten Kreis in diesem Tag steht zu die gleiche quälende Frage. Tonda und Michael, es schien auf der Hand zu liegen, hatten mich zufällig sterben müssen. Beide in der Silvesternacht! Welches Spiel wurde hier gespielt und von wem und nach welchen Regeln? Der Meister blieb außer Haus. Bis zum Vorabend des Dreikönigstages. Dann erschien er auf der Schwelle, bleich im Gesicht, mit Kalk gestrichen. Er warf einen Blick in die Runde. Was mich erfehlte, schien er zu übersehen. Los! Geht an die Arbeit! Säcke schleppen, Korn ausschütten, Mehl sieben. 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 Säcke schleppen, Korn ausschütten. Um Mitternacht waren sie mit der Arbeit fertig und als sie in den Schlafsaal betraten, sahen sie, dass auf der Pritsche, die Michael wetterte, jemand lag. Bei uns brauchst du nicht zu zittern. Wie sind dir die Mühe knapp? Wie heißt du denn? Lobosch und du? Ich bin Krabat. Am anderen Morgen, als Lobosch zum Frühstück kam, trug er Michaels Kleider. Sie passten ihm wie für ihn gemacht. Krabat dachte in diesen Tagen viel an die Kantorka. Zu Ostern hatte er sich vorgenommen, mit ihr zu sprechen. Bis dahin, das wusste er, hatte es gute Weile, dennoch beschäftigte ihn der Gedanke, wo er ging und stand. Am Karfreitag nahm sie Lorosch in die schwarze Schule auf. Sie staunte der Kleine, als er vom Meister in einen Raben verwandelt wurde. Samstag, ums Dunkel werden, schickte der Meister die Burschen wieder aus, sich das Mahl zu holen. Lobosch und Krabber blieben als Letzte übrig. Der Meister entließ sie mit seinem schwarzen Zehen. Am Waldrand klaubten sie Rinden und Aststücke zusammen und entfachten ein kleines Feuer. Gegen Mitternacht vernahmen sie wieder die Glocken und den Gesang im Dorf. Den Gesang der Kantorka. Krabat hatte sich vorgenommen, diesmal nicht aus sich herauszugehen. Der Meister hatte sie inzwischen gelehrt, in Gedanken zu einem anderen Menschen zu sprechen, dass er die Worte hören und verstehen kann, als kämen sie aus ihm selbst. Gegen Morgen sprach Krabat die neue Formel. Dies ist die Kunst. Es bittet dich jemand, Kantorka, dass du ihn anhörst. Du kennst ihn nicht, er aber kennt dich seit langem. Wenn du heute Morgen das Osterwasser geschöpft hast, dann richte es auf dem Heimweg ein, dass du hinter den anderen Mädchen zurückbleibst. Alleine musst du gehen, weil der jemand dich treffen will. Und er mag nicht, dass es vor aller Augen geschieht. Darum bittet er dich. Und es geht nur dich etwas an und ihn und sonst niemanden auf der Welt. Nicht lange? Zogen die Mädchen in einer langen Reihe an ihm vorüber. Vorher zogen sie nach dem Blumenfuß. Lorosch, es ist Zeit. Warum erinnerst du dich nicht? Ich zeichne dich, Bruder, mit Kohle vom Holzkreuz. Ich zeichne dich mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Nicht lange. Dann zogen die Mädchen in einer langen Schlange an Krabat vorüber und die Kantorka war nicht dabei. Sie hat ihn also gehört und sie hatte verstanden, worum er sie aus der Ferne gebeten hatte. Als die anderen Mädchen verschwunden waren, sah er sie kommen. Allein kam sie, fest in ihr wollenes Umtuch gehüllt. Da trat er hervor und ging auf sie zu. Ich bin Krabat,
ein Müllknapp aus dem Gruselbruch. Fürchte dich nicht vor mir! Die Krantocker sah ihn an, als haben sie auf ihn gewartet. Ich kenne dich! Ich habe von dir geträumt. Von dir! Und von einem Menschen, der Böses mit dir im Sinn hat. Aber wir haben es nicht geschert um ihn, du und ich. Und seither warte ich, dass ich dich treffe. Jetzt bist du also da. Ich bin da. Aber ich kann nicht lange bleiben. Sie warten auf mich in der Mühle. Auch ich muss nach Hause. Ob wir uns wohl wiedersehen? Mit diesen Worten tauchte die Krantocke den Zipfel ihres Umtuches in den Krug mit Osterwasser. Damit wischte sie Krabat ganz sachte und ohne ein Wort zu sagen den Hodenfuß von der Stirn. Dem Jungen war es, als habe sie eine Marke von ihm genommen. Er war ihr unendlich dankbar, dass es sie gab, dass sie ihm gegenüberstand und dass sie ihn anblickte. Dorper schwammte den Büschen am Waldrand eingeschlafen. Komm! Sie traten den Heimweg an und trafen auf halbem Wege mit Witwo und Juro zusammen. Die waren beim Mordkreuz gewesen und hatten sich auch verspätet. Ob wir es wohl vor dem Regen noch schaffen? Bei diesen Worten sah Juro Krabat an, als vermisse er etwas an ihm. Der Grudenfuß! Krabat erschrak. Los! Schnell! Bevor wir einen auf die Mütze kriegen, laufen wir! Laufen wir! Die vier rannten los und als sie den Wald verließen und auf die Mühle zurannten, brach ein Wetter los. Ein Schlagregen klatschte nieder und alle vier kamen pudelnass auf der Mühle an. Wo zum Henker? Habt ihr das? Na, das Mal, da ist es doch. Da ist nichts. Dann muss der verdammte Regen es weggewaschen haben. Lischko, hol mir ein Stück Kohle vom Herd, aber eil dich. Dann schrieb der Meister den Vieren mit groben Strichen den Grudenfuß über die Nasenwurzel. Das brannte wie Feuer. Los! Geht an die Arbeit! Säcke schleppen, Korn abschütten, Mehl sieben. Säcke schleppen, Korn abschütten, Mehl sieben. An diesem Morgen mussten sie alle länger und härter schuften als sonst. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis auch die vier sich den Grudenfuß von der Stirn geschwitzt hatten. Säcke schleppen, Korn abschütten, Mehl sieben. Säcke schleppen, Korn abschütten, Mehl sieben. Doch auch diesmal geschah es wieder mit einem Mal vermochte der kleine Lorbosch einen vollen Maltersack über den Kopf zu schwenken. Seht her, was ich kann! Seht her, was ich kann! Krabat war nicht mehr der Krabat von früher. Er tat, was man ihm sagte, aber in Wahrheit war er bei der Krantocker. Und die Krantocker war bei ihm. In der schwarzen Schule hatte Krabat die Mitgesellen längst überflügelt. Er war zum neuen Meisterschüler geworden. Und der Müller zeigte sich höchst zufrieden mit Krabats Fortschritten in der schwarzen Kunst. Dies ist die Kunst. Er schien nicht zu ahnen, dass Krabat nur lernte und lernte und weiter lernte, um für den Tag des Kampfes gerüstet zu sein. Für die Stunde der Abbruch. Krabat! Es kommt mir nicht ungelegen, dass ich dich treffe. Was ich bisher keinem meiner Schüler gewährt habe, dir gewähre ich. Nächsten Sonntag gebe ich dir frei. Du kannst ausgehen, wenn du magst. Und wohin du willst. Nach Mockendorf oder Schwarzkoll oder Seidewinkel. Das soll mir gleich sein.
roten Rock an. Als die anderen schupfen mussten, wie immer, verließ er die Mühle. Hinter dem Schuppen setzte er sich ins Gras und dachte nach. Der Meister hat mir eine Falle gestellt, es ist klar. Jetzt darf ich ihn nicht hineinpacken. Da bog Juro mit einem leeren Holzkorb ums Haus. Krabbert! Du scheinst es ja nicht besonders eilig zu haben, hier wegzukommen. Darf ich mich zu dir setzen? Bei diesen Worten zog Juro ein Holzstück aus seiner Tasche. Damit zog er einen Kreis um die Stelle, an der sie saßen. Den versah er mit einem Drudenfuß und drei Kreuzen. Du bewirkst mit dem Kreis, dass der Meister uns weder sehen noch hören kann, während wir sitzen und hier miteinander sprechen. Stimmt's? Nein! Er könnte uns sehen und hören, aber er wird es nicht tun, weil er uns vergessen hat. Das bewirkt der Kreis. Nicht dumm, Juro. Nicht dumm. Du bist gar nicht der Dummkopf, für den wir dich alle halten, Juro. Du tust nur so. Und wenn das so wäre, Krabbert? Gut. Ich bin nicht so dumm, wie alle meinen. Oder sagen wir, wie alle sagen. Aber du, Krabbert, bist viel dümmer, als du es dir träumen lässt. Warum? Weil du immer noch nicht verstanden hast, welches verfluchte Spiel auf dieser Mühle gespielt wird. Ich, der ich allen Jahren hindurch den Dummen gespielt habe, ich werde dir mal was sagen, Krabbert. Wenn du so weitermachst, bist du der Nächste, der dran glauben muss. Tonda und Micha und alle anderen, die auf dem wüsten Plan verscharrt liegen, haben den gleichen Fehler begangen wie du. Sie haben in der schwarzen Schule so viel gelernt und es den Meister merken lassen. Du weißt doch, dass jedes Jahr einer von uns für ihn sterben muss. Für den Meister? Ja. Er hat einen Pakt mit dem Krankenvater. Alljährlich in der Silvesternacht muss er ihm einen Schüler zum Opfer bringen, sonst ist er selber dran. Woher weißt du das, Juro? Nun, man hat Augen im Kopf und man macht sich Gedanken und außerdem habe ich es im Korakur gelesen. Du hast was? Ja. Und du, Krabbert, bist der Erste, dem ich es anvertraue. Weißt du, ich bin dumm, wie der Meister und alle denken. Und man nimmt mich nicht für voll. Deshalb bin ich gut genug für die Hausarbeit und muss fegen und putzen und Staub wischen. Zuweilen auch in der schwarzen Kammer, wo der Korraktor liegt. Angekettet und unzugänglich für jeden, der darin lesen kann. Weil dem Meister würde es nicht gut bekommen, wenn einer von uns wüsste, was drinsteht. Du kannst lesen, Juro. Ja, Krabbert. Und dir sage ich es als Einzige. Es gibt einen Weg, dem Meister das Handwerk zu legen. Weißt du? Nur einen. Wenn du ein Mädchen hast. Ja, Lea. Das dich lieb hat. Ja? Und sie dich beim Meister frei bittet und vorausgesetzt, sie besteht die vorgeschriebene Probe. Probe? Nun, das Mädchen muss zeigen, dass sie dich kennt. Sie muss dich unter den Mitgesellen herausfinden. Vor Jahren, als ich noch neu war auf dem Meer, hat es ein Mitgeselle, ein gewisser Janko, drauf ankommen lassen. Pünktlich zum Jahresende ist sein Mädchen beim Meister erschienen und hat die freigegeben. Gut, hat der Meister gesagt. Gut, wenn du ihn unter den anderen herausfindest, kannst du ihn mitnehmen, wie es geschrieben steht. Dann hat er sie in die schwarze Kammer geführt, wo wir in Rabengestalt auf der Stange saßen. Uns hat er gezwungen, alle den Schnabel unter den linken Flügel zu stecken. Und das Mädchen
war außerstande herauszufinden, wer von uns Janko sei. Und dann? Nun, sie haben das Jahresende nicht erlebt, Janko nicht und das Mädchen auch nicht. Und seither hat es nur Tonda noch einmal probieren wollen mit Vorschulers Hilfe. Den Rest kennst du. Juro, was bleibt zu tun? Du musst damit zu kommen trachten, dich dem Willen des Meisters zu widersetzen. Verstehst du? Wenn wir in Rabengestalt auf der Stange sitzen und er gebietet, steck den Schnabel unter den linken Flügel, musst du ihn als einziger unter den rechten stecken. Verstehst du? Indem du dich anders verhältst als alle anderen, gibst du dich zu erkennen und das Mädchen weiß, auf wen sie zeigen muss. Was bleibt zu tun, Juro? Wir werden deinen Willen üben, Krabbert. Ich will, dass du deinen Arm hebst. Ich will meinen Arm nicht heben. Ich will, dass du deinen Arm hebst. Ich will meinen Arm nicht heben. Krabber, ich will, dass du deinen Kopf senkst. Ich will meinen Kopf nicht senken. Von dir kommt.
das Jahresende rückte, desto langsamer so schlimmes Krabbern verstrich die Zeit. Eines Morgens sahen die Burschen, dass es geschneit hatte im Roselbruch. Weiß war die Welt geworden und bei diesem Anblick überkam sie wieder die große Unruhe. Lobosch fragte Krabbert, was denn um Himmels Willen in seinem Mitgesellten gefahren sei. Angst. Angst? Wovor? Lobosch, sei froh, dass du es noch nicht weißt. Früh genug wirst du es erfahren. Krabbert, hast du keine Angst? Mehr als du ahnst, Lobosch. Und nicht nur um mich alleine. Der Meister verbarg sich in der schwarzen Kammer Tage und Nächte lang. Dann eines Abends, kurz nach dem Weihnachtsfest, ließ er Krabbert zu sich rufen. Krabbert! Es dürfte dir, wie ich meine, kaum überraschend kommen, dass ich dich rufe. Noch steht es dir frei, wie du dich entscheidest, ob für oder gegen mich. Meister, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wirklich nicht, Krabbert? Du scheinst zu vergessen, dass ich dich besser kenne, als dir lieb sein mag. Manch einer hat sich im Lauf der Jahre schon gegen mich aufgeregt. Tonda zum Beispiel und Michael, um nur zwei zu nennen. Dummköpfe, Schwarmgeister, aber von dir, Krabbert, hätte ich erwartet, dass du klüger bist. Willst du mein Nachfolger werden, hier auf der Mühle? Meister, gehst du denn weg? Ach, es lockt mich, ein freier Mann zu werden. Ich habe es satt hier. In 2, 3 Jahren könntest du meine Nachfolge antreten und die schwarze Schule fortführen. Und wenn ich gehe, überlasse ich dir alles, auch den Korrektor. Meister, Tonda ist tot und Michael ist auch tot. Wer sagt mir denn, dass ich nicht der Nächste bin? Mein Wort darauf! Und das des Herrn Gevatter, der mich zu diesem Versprechen ermächtigt hat, eigens und ausdrücklich. So, Krabbert, schlag ein!
schon herausgefunden. Du hattest Angst. Angst um mich. Daran habe ich dich erkannt. Der Meister taumelte gegen die Wand zurück. Die Burschen waren wie zu Eis erstarrt. Los! Holt eure Sachen und geht nach Schwarzkolm. Ihr könnt dort in der Scheune übernachten. Die Burschen schlichen aus der Kammer. Der Meister, das wussten sie, würde den Neujahrsmorgen nicht erleben. Um Mitternacht musste er sterben. Dann würde die Mühle in Flammen aufgehen.